Hallo und moin moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute haben wir einen etwas jüngeren Mann mal eingeladen, auf den ich mich sehr freue. Er ist Lehrer und ist auch Zauberer. Und wie er das beides unter den Hut bringt oder aus dem Hut raus, das werden wir im Laufe des Gesprächs dann auch hören. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Möglicherweise kennen Sie ihn sogar. Er ist sehr bekannt in Kiel, er schreibt auch eine Kolumne in der Zeitung. Und ich freue mich, dass er da ist. Jan Martensen. Jan, herzlich willkommen. Moin, moin. Hallo. Moin. Tag. Geht's gut? Ja, sehr. Ja, das ist doch prima. Jan, du bist am 25.10., so fangen wir jetzt meistens immer an, 1980 in Preetz geboren. Jawohl. Dann ging es aber irgendwie weiter. Du also bist nicht in Preetz geblieben. Nee, also wir sind aus Schwentinental, familienstammbaummäßig, ja. Also aus Reisdorf. Deswegen war Preetz einfach das zuständige Krankenhaus. Ich bin dann aber aufgewachsen, zunächst in Brucks bei Westensee. Und der erste Umzug, an den ich mich erinnere, ist dann der mit 6 nach Kronshagen. Nach Kronshagen? Ja. Gut, dann hast du deine Jugend also in Kronshagen verlebt. Genau. Und nicht am Westensee. Richtig. Oder beides? Ja, zunächst die kleinere Kindheit sozusagen auf dem Land mit Trecker und Milch holen und neben dem Bauer wohnen und so. Und dann in Kronshagen. Aber die am Westensee war bestimmt schöner, nicht? Oder? Nee, das war beides ganz toll. Das war also zur richtigen Zeit das richtige Angebot. Außerdem ist Kronshagen ja auch sehr grün. Ja. Da gibt es ja auch das Domänental und so. Ja. Wir haben uns da auch unsere Refugien geschaffen. Gut, prima. 1989, da warst du 9 Jahre alt, da bekamst du einen Zauberkasten. War das dein Wunsch oder war das einfach nur so, was schenken wir dem Jungen denn? Ja, das war mein Wunsch. Und ich habe mich auch gewundert, warum es so lange gedauert hat, bis ich endlich einen hatte. Ja. Ich habe Zauberer immer bewundert, also auf Kindergeburtstagen von Freunden, im Freizeitpark oder auch im Fernsehen. Und sogar auch auf der Kieler Woche, also an der Straße, haben diese Leute unglaublich beeindruckende Sachen gemacht. Sachen, die überhaupt nicht gehen und die ich mir wirklich nicht erklären konnte. Ich habe also im Freizeitpark sogar einen Zauberer gesehen, der also 5-mal am Tag diese Show da vorführen musste, wohl vertraglich irgendwie, und überhaupt keinen Bock mehr hatte auf diese Glimmerröhren und die rausziehen, Seidentücher und so weiter. Aber ich wollte trotzdem so sein wie er. Ja. Und dann habe ich irgendwann diesen Zauberkasten bekommen und war angemeldet in einem Ferienzauberkurs im Ferienpass der Landeshauptstadt Kiel. Im Jugendtreff Dettwil, die haben da so ein Angebot gehabt und dann kam ich aus der Nummer nicht mehr raus, dann war ich gefangen. Gut, und dann ging es aber auch weiter. Du hast ja nicht losgelassen und du hast auch eine gewisse Begabung und dir hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, sodass du alles wahrgenommen hast, wo du überhaupt was lernen konntest. Ja, also ich könnte mir das so schönreden mit der Begabung, allerdings war die erste Begabung zunächst mal andere nerven zu können. Ich habe also alles, was ich neu konnte, ungefähr 1000 Mal meinen Eltern gezeigt. Ja. Kannst du auch gerne mal fragen, die fanden das schwierig wahrscheinlich, haben aber aufrechten Ganges sozusagen alles ertragen, was ich da irgendwie gezeigt habe zum 100. Mal, der zerrissene und wiederhergestellte Geldschein und solche Sachen. Aber sie haben es durchgehalten und noch heute versuchen sie im Publikum, sich möglichst gut zu benehmen, wenn ich auftrete und meine Mutter klatscht auch manchmal zu früh. Zu früh? Das ist ganz, ganz zauberhaft, ja. Dann kennt sie die Nummer? Ja, nicht unbedingt, aber sie ist einfach sehr darauf bedacht, dass sie alles richtig macht, weil ich als Kind, glaube ich, sehr fordernd war. Also anfeuernd ist das. Genau, aber die haben mich immer sehr unterstützt, also die sind große Freunde der Zauberkunst. Das ist doch schön. Genau. Ja, das war ja auch eine große Hilfe, nicht? Auch wenn sie das 100 Mal gesehen haben, haben sie bestimmt immer gesagt, Mensch, Jan, ist das neu? Die wollen mich bestimmt so ein bisschen aufbauen. Genau. Sachen werden einfach besser, wenn man sie übt, wenn man sie probt, wenn man sie wiederholt und deswegen braucht man das. Aber ich denke, fürs Aufführen ist, also meine Meinung heute ist, weniger ist mehr. Ist gut, wenn das Publikum sagt, schade, schon vorbei, als, oh Gott, endlich, hört da auf. Gibt's beides. Ja. Gibt's beides. 1966, die jüngste Honorarkraft der Stadt Kiel, ist das richtig? Ja, so ähnlich. Ich habe angefangen beim Kinderzirkus Victonelli, der war ganz neu gegründet in der WIG, in einem Jugendtreff, beim Jugendtreff Nord, als Zaubercoach, als Zauberlehrer. Oh. Die hatten nämlich noch keinen. Die hatten einen Clown, sie hatten einen Jongleur, sie hatten eine Theaterpädagogin. Sie brauchten aber jemand, der zaubert. Und das war auf den ersten Blick eigentlich schwierig, weil ich nur wenig älter war als die Kinder, die da zaubern lernen sollten. Aber da ich was konnte, was die lernen wollten, haben die mir total gut zugehört von Anfang an. Schön. Und so bin ich so ein bisschen in diese Lehrerschiene reingeraten, was das Zaubern angeht. Und kurz danach habe ich dann auch in dem Jugendtreff, wo ich selber zaubern gelernt habe, angefangen, anderen etwas beizubringen. Und mittlerweile leite ich diese Gruppe, weil mein Zauberlehrer Jochen Polster in Ruhestand ging. Und die gibt es mittlerweile seit über 30 Jahren und bildet also Nachwuchs aus. Einige der
der ehemaligen Schützlinge von mir sind auch jetzt Studenten, finanzieren ihr ganzes Studium mit Zauberauftritten. Das ist also sehr günstig für Eltern, wenn man sein Kind in die Zauberei schickt sozusagen, könnte es finanziell Vorteile bringen, finanzielle Vorteile bringen. Und das mache ich immer noch. Das mache ich nebenbei. Es ist nur ein kleiner Aufwand in der Woche, der aber eine große Wirkung hat und viel Spaß macht. Und die Zeit ist da? Die Zeit ist absolut da, ja. Das ist gut, wunderbar. 2000, kommen wir mal zu 2000, dann machtest du dein Abi. Genau. Studierst du dann auch, aber deine Zauberei, die hast du natürlich weitergemacht, ne? Habe ich, aber ich bin vor dem Studieren noch Zivildienstleistender gewesen in einer Schule für Körperbehinderte und davor habe ich einen sehr großen Kindheitstraum mir erfüllt. Das war zwar also sehr aufwendig, das zu organisieren, aber hat sich sehr gelohnt. Ich habe in Disneyland gearbeitet, im Euro Disney in Paris. Ja. Und das war. In Paris, ne? Genau, ja, in Paris. Toll. Das hat ja 92 eröffnet und ich habe also sehr aufmerksam verfolgt in den Medien und in der Mickey Maus und im Disney Club im Fernsehen, was da denn jetzt so passiert. Und habe dann im Rahmen einer Klassenreise meine Oberstufenleiterin gebeten, ob sie mich für 2,5 Stunden mal freistellen könnte, damit ich zum Disneyland-Casting kann, wenn wir schon mal in Paris sind. Ja. Und die haben mich tatsächlich genommen. Ich weiß auch bis heute nicht, wie das geklappt hat, aber es war ein Vorstellungsgespräch auf Französisch, das ich irgendwie überlebt habe. Und dann war ich Animateur 2000, 2001, dann nach der Schule in Disneyland. Ganz schön. Okay, aber da war kein Studium. Das war dann ja im Moment passé, ne? Genau, aber ich habe tatsächlich also da wahrscheinlich genauso viel gelernt wie im Studium. Zwar jetzt nicht über Deutschgeschichte und Theaterunterricht, aber einfach übers Leben im Allgemeinen. Also ich habe gelernt, selbstständig zu leben, ohne jemand, der für einen abwäscht oder einen daran erinnert, dass man morgen die Wäsche aufhängen muss, sondern also quasi ganz allein in einer Wohnung in Paris mit 19. Das war also schon echt aufregend. Und ich habe auch von Disneyland selber viel gelernt. Also wie sorgt man dafür, dass Menschen, die zu einem kommen, gerne wiederkommen zum Beispiel? Oder wie sorgt man dafür, dass jeder einen guten Tag hat? Oder dass es jedem gut geht? Wie funktioniert Wertschätzung? Das ist natürlich ein kapitalistisches Unternehmen, die wollen Geld verdienen. Ja. Aber sie wollen auch einen guten Ruf. Wie erhält man also diesen Ruf und wie stellt man ihn her? Und ich habe da Freunde fürs Leben gefunden. Das war also eine sehr wichtige Zeit für mich. Das glaube ich dir gerne. Aber du hast ja natürlich auch sehr viel gelernt. Du wurdest natürlich schon sehr profihaft, was du denn da gemacht hast. Und dann kam als nächste Station Zirkus. Ja, das ist auch noch nicht beruflich, sondern auch eher künstlerisch wichtig gewesen. Ja. Ich habe tatsächlich im Zivildienst eine Frau kennengelernt, die auch dort gearbeitet hat, in dieser Schule, und die einen Sportverein erwähnt hat in einem Gespräch. Und ich sagte dann, warum habt ihr beim Sport- und Freizeitclub Ottendorf denn eigentlich keinen Kinderzirkus? Das ist ja infam. Ja. Jeder Sportverein sollte doch einen Kinderzirkus haben. Und am nächsten Tag kam sie zu mir und sagte, ich habe mit dem Vorstand gesprochen, du kannst deinen Kinderzirkus bei uns machen. Und dann habe ich gesagt, haha, echt? Ja. Und dann sagt sie, ja, ruf da mal an. Ja, und dann begann einfach diese Kinderzirkusreise mit dem SFC Ottendorf, die auch ganz wichtig für mich war, weil wir so viel Vertrauen bekommen haben von dem Vorstand und auch von den anderen Mitgliedern des Vereins. Man hat uns so toll machen lassen, meine Partnerin und mich da, dass tatsächlich schöne Sachen rausgekommen sind. Wir haben dann also natürlich auch klassische Zirkussachen mit den Kindern gemacht, also Clowns durften auftreten, Jongleure. Aber wir haben auch einen großen Schwerpunkt gelegt auf theatrale Elemente, also Interaktion mit dem Publikum, kleine Sketche und so. Mhm. Weil wir der Meinung waren, dass man, wenn man etwas gut kann, wie zum Beispiel jonglieren oder eine Clownerie aufführen, dass man sie auch sehr gut können sollte. Das heißt also, man nimmt den Gegenstand, mit dem man sich beschäftigt und spielt etwas damit. Man wird flexibel, man reagiert auf das, was das Publikum tut. Und das haben die Kinder mit uns zusammen sich erarbeitet. Und das war also unser Weg, der ein besonderer war, aber der viel Spaß gemacht hat. Und heute, da bin ich ganz stolz drauf, leiten zwei ehemalige Artisten diesen Zirkus, ein Mädchen und ein Junge, die in der ersten Kindercrew waren. Die sind jetzt selber Studenten und haben das Projekt übernommen vor 2,5 Jahren. Tolle Sache, ne? Ja, absolut. Ja, finde ich ja gut. So, jetzt kommt 2007, jetzt wird Jan Martensen erwachsen. Staatsexamen gemacht, Lehramt. Ach so, das stimmt. Das hat funktioniert. Auf dem Papier war ich dann also jetzt erwachsen. Ja. Und dann war ich zunächst Vertretungslehrer in Kronshagen auch an der Hauptschule, Grund- und Hauptschule. Ja. Und ab dem nächsten Jahr dann das, was ich auch eigentlich studiert habe, war ich Realschullehrer an der Realschule in Kronshagen. Mhm. Wir sind jetzt ja eine Gemeinschaftsschule. Ja. Das heißt, ich bin dann 1,5 Jahre später wieder mit allen Kollegen von der Hauptschule zusammengekommen. Und jetzt arbeiten wir in einem großen Team. Wunderbar, ne? Absolut. Ja, finde ich toll. Und beides tut sich nicht weh.
Schule und deine Schulzeit. Aber die Schulzeit sind ja, wenn du sie machst, dann auch abends oder die Lehrtätigkeiten. Genau. Also, kannst du ja so legen, ne? Ich habe, also es tut sich auf keinen Fall weh. Ich versuche immer das Beste aus beiden Welten irgendwie zusammenzubringen. Also ich habe natürlich außerschulische Partner gewinnen können für meine pädagogische Arbeit, auch für die Arbeit am Schultheater, die dann zu uns kommen, die ich kenne, weil ich Künstler bin und aufgetreten bin oder Regie für irgendjemand gemacht habe, die dann kommen und eine Choreografie machen oder die uns in der Bühnentechnik beraten und solche Dinge. Ich habe gleichwohl natürlich trotzdem die Auftrittsarten verändert. Ich kann jetzt nicht mehr in der Woche abends nach einer Mucke, wie wir Künstler sagen, bis eins an der Bar sitzen und mit dem Bassisten darüber reden, wie der Welthunger zu lösen ist. Das geht nur am Wochenende. Ja. In der Woche kann ich also nicht mehr jeden Kindergeburtstag und jede Gala abends machen. Das ist aber auch in Ordnung. Es geht ja nicht um die Masse. Es geht ja darum, da ich es ja nebenbei mache, dass es mir dabei auch gut geht, sozusagen. Ganz genau. Genau. Du hast dann eine Dinnershow entwickelt. Ja, das stimmt. Wir haben im Grusellabyrinth irgendwann gemerkt, dass es sehr viele Leute gibt, die zwar diese Idee des Gruselns, also dieses Geschocktwerden und das fantastische Wesen sehen, die einem irgendwie nahe kommen, dass die das ganz toll finden, dass sie sich aber nicht trauen, reinzugehen. Und dann haben wir gedacht, was können wir denn machen, um diesen Leuten auch einen schönen Abend zu machen, um den Leuten auch eine Show zu bieten, die nicht ins Labyrinth möchten, aber unbedingt sowas erleben wollen. Ja. Und da haben wir gedacht, wir machen eine Dinnershow. Wir erzählen eine Geschichte mit fantastischen Wesen, mit Figuren und es gibt ein bisschen was zu essen und es gibt die Garantie, keiner wird erschreckt. Ja, also erschrecken verboten. Ja. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Und da haben wir also im Grusellabyrinth viel, viel Liebe reingesteckt, aber auch viel zurückbekommen, weil einfach der Erfolg sehr groß war. Und dann gab es verschiedene Dinner-Zirkus-Projekte noch, wo ich dann für Weihnachtsveranstaltungen Sachen moderiert habe am Wochenende und so. Und das hat auch immer sehr großen Spaß gemacht. Ja. Theaterstücke hast du dann auch geschrieben. Mit welchem Inhalt? Also ich habe zunächst natürlich für den Kinderzirkus viel entwickelt. Das heißt also Sketche und so eine Art Ideenskelett, das die Kinder dann mit Fleisch bestückt haben. Also ich habe gesagt, ich habe hier eine sehr lustige Maske, lass uns heute was damit machen. Und dann haben die Kinder Ideen beigetragen dazu, was man damit machen könnte. Mhm. Und so entstanden dann die Sketche. Später habe ich dann auch einfach ganze Sketche geschrieben, wenn sie mir einfielen. Und dann habe ich irgendwann zusammen mit Jan-Friedrich Konrad ein Kindermusical geschrieben, das heißt Timon und der Glückskeks, eine Reise nach China. Eine Reise fast nach China und zurück, genau. Und das war für mich eine ganz große Ehre. Jan-Friedrich Konrad ist der Hörspielkomponist der Drei-Fragezeichen-Musik. Einer der wenigen, die Musik beitragen zu diesen Hörspielkassetten. Und ich bin also seit den 80ern mit ihm eingeschlafen, mit seiner Musik. Und dann mit dem zusammen das zu machen, war natürlich was ganz Besonderes. Ja, und dann mache ich natürlich heute hauptsächlich Schultheater. Also schreibe Stücke mit den Kindern zusammen oder in Teilen auch alleine. Oder mit meinen Kolleginnen und Kollegen, bei denen 80 Kinder mitmachen können. Das ist ja das große Problem, wenn man viele Kinder hat, die gerne spielen würden, aber nur ein Stück für drei Rollen, dass man das irgendwie löst. Und deswegen schreiben wir selbst. Das Gute zu entflammen im Menschen. Jetzt wird es ja natürlich jetzt ein bisschen anderes Thema jetzt. Das liegt dir ganz besonders am Herzen. Ja, was soll man darunter verstehen jetzt? Ich hatte halt das Glück, das habe ich so in der Reflexion der letzten Jahre gemerkt, dass ich immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit getroffen habe. Ich habe immer an entscheidenden Momenten im Leben Menschen getroffen, die für irgendwas gebrannt haben und zwar für irgendwas Gutes, die für irgendwas entflammt waren. Und wer brennt, kann andere ja manchmal mit anstecken. Richtig. Kann auch ausbrennen und kann auch irgendwie andere damit ein bisschen, kann denen zu nahe kommen und so. Das heißt, man muss die richtige Mischung finden. Ja. Aber ich habe tatsächlich, also wie gesagt, Menschen getroffen, die was toll fanden, zaubern zum Beispiel. Oder wertschätzend mit anderen Leuten umgehen. Oder Kinder unterrichten. Ja. Oder die Art und Weise, mit Tieren umzugehen. All solche Dinge. Und ich bin der Meinung, jeder, der pädagogisch tätig ist oder der irgendwie darstellerisch tätig ist, sollte immer versuchen, möglichst viel im Leben eine Flamme zu sein für irgendwas. Also jemand für irgendetwas zu begeistern. Ja. Und ich mache ja auch Kabarettregie und habe auch also Dinge geschrieben für Kabarettgruppen, so Pointen und Teile von Shows. Und mein Hauptprojekt ist da As-Dur, das ist ein Klavierkabarett-Duo aus Berlin. Die haben mittlerweile schon über 20 Publikums- und Kleinkunstpreise gewonnen und Kabarettpreise. Und das ist auch deren total starke Maxime, dass man also für etwas stehen muss, dass man eine Meinung hat und dass man Menschen zeigen kann, was, wenn man sich Mühe gibt, mehr möglich ist, als wenn nicht. Ich versuche also, das versuche ich jetzt gerade zu sagen, auch in den Projekten, die ich neben der Schule mache, so ein bisschen pädagogisch tätig zu sein, sozusagen, und also das mit voranzutreiben, dass die Welt ein bisschen schöner ist. Hoffentlich gelingt dir das. Ja, ich
würde mich auch freuen. Wäre ja so schön in der heutigen absolut. Zeit. Ne? Ja, auf absolut. Jeden Fall. Wir haben ja jetzt gehört, was du alles machst. Das ist natürlich sehr umfangreich und das ist auch sehr zeitraubend. Das ist mir völlig klar. Gibt es da noch zusätzlich irgendwie noch ein Hobby, wo du sagst, also das möchte ich mir nicht nehmen lassen, das brauche ich einfach zum Ausgleich? Ja, also ich mache ein bisschen Sport, ich habe Katzen und ich verreise gerne. Ja, das sind schön. Ja drei ganz wunderbare Dinge. Und ansonsten bin ich auch mal sehr neugierig. Also ich habe viele Leute kennengelernt im Rahmen der Auftritte, insbesondere in den Dinnershows, wenn die auf Firmenfeier sozusagen bei uns im Zelt saßen oder im Grusellabyrinth. Und ich habe denen ganz viele Fragen gestellt einfach. Ich habe ganz viel mich mit denen unterhalten, weil mich das sehr interessiert, wie Wurst gemacht wird, wie so ein Steuerbüro eigentlich den Ruf hat, so langweilig zu sein. Oder vielleicht auch, warum ab 7:45 abends die Sträuße nicht mehr aufgebunden werden beim Floristen im Supermarkt. Das habe ich mich als Kunde also jahrelang gefragt, aber so ab 7:45 wird nichts mehr aufgebunden. Aha. Das ist das Begrüßungsschild bei einem Floristen in Reisdorf gewesen. Und dann saßen die irgendwie 2 Jahre später bei uns in der Dinnershow, da habe ich die mal gefragt. Ich bin also sehr neugierig und interessiere mich für Abläufe und solche Sachen. Ich habe bis heute übrigens nicht genau verstanden, wie Wurst gemacht wird, aber es ist irgendwie... Ja, aber es gibt ja eine Möglichkeit, da mal reinzuschauen. Ne? Ja, ich bin nun aber auch schon seit über 20 Jahren Vegetarier, deswegen ist es eventuell auch so, dass ich vielleicht zufrieden bin damit, dass ich es nicht genau weiß. Ja, dann hast du irgendwelche besonderen Ziele, wo du mal sagst, Mensch, da möchte ich eigentlich nochmal hin oder das möchte ich nochmal erleben oder... Bist du eigentlich mit deinem Leben zufrieden? Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich habe jetzt immer so einzelne Etappen, auf die ich mich konzentriere und freue. Das ist aktuell mein aktuelles Schultheaterprojekt zum Beispiel. Ja. Wir arbeiten gerade am 4. abendfüllenden Programm für Astur. Das hat Premiere im November 2017 in Berlin. Das wird da also über 40 Mal gespielt. Und das macht eine wahnsinnige Freude. Das ist, also die Etappe möchte ich gerne erreichen, weil ich weiß, wie schön das Gefühl ist, wenn man sich so lange Mühe gegeben hat für etwas und das dann geboren ist sozusagen. Ja. Und das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, denn privat ist die nächste große Etappe die Geburt des Sohnes meiner Schwester, des ersten Kindes. Ja. Das heißt, ich kann in 4 Jahren und 3 Monaten das erste Mal mit ihm zaubern und in ungefähr 5 Jahren und 3 Monaten fahren wir dann nach Disneyland. Ja. Und wahrscheinlich ist das Stichwort Schuldenfalle Patenkind. Okay. Das ist, da muss ich ein bisschen aufpassen. Aha. Also ja, genau. Kommt als nächstes Onkel Jan. Ja, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ja. Meine letzte Frage an dich, Jan, die stelle ich immer gerne meinen Gästen. Gibt es für dich ein ganz besonderes Erlebnis oder Ereignis in deinem Leben, wo du sagst, also das war eigentlich für mich das Schönste, da habe ich sehr oft oder da muss ich oft dran denken? Oder hast du eigentlich zu viel gehabt, dass du da keine großen Unterschiede machen kannst? Und wenn es dann so ist, dann greif doch einfach mal eins raus. Ich kann es tatsächlich nicht so genau sagen, aber es ist, glaube ich, so, dass ich glaube, privat dann jetzt noch einige Wochen warte und dann von diesem Kind sprechen würde, sozusagen, wenn die Frage nochmal käme. Und also beruflich war tatsächlich, waren 2 Sachen ganz toll. Das eine war die erste Unterrichtsstunde, die ich gegeben habe, als fertiger Lehrer, ohne Aufsicht, und sie funktioniert hat. Ja. Also ich war tatsächlich mit dem Klingeln fertig, mit dem, was ich machen wollte. Es war kein Kind gestorben, es hatte niemand etwas nach vorne geworfen, niemand beschwerte sich und sie hatten tatsächlich auch was gelernt. Das war wirklich sehr schön. Und in Disneyland war es natürlich der absolute Wahnsinn, das erste Mal Backstage zu gehen. Also ich war einfach so oft als Tourist da und dann endlich auch als Mitarbeiter. Und dann kommt man also da an, ist im Backstage und dann läuft da Pluto vorbei und rechts eine Frau im viktorianischen Kostüm und da hinten irgendjemand mit so einer komischen Space-Outfit-Geschichte und alle sitzen im gleichen Boot. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war schön. Das war ein schönes Gespräch, Jan. Danke sehr. Freue mich, dass du da warst. Gerne. Ich wünsche dir für die Zukunft. Du bist ja noch jung. Ist das jetzt die Verabschiedung schon? Ich wollte mich eigentlich von dir verabschieden. Wir hatten ja nur eigentlich auch noch so einen kleinen Trick einstudiert. Ne? Wir beide? Ja, also du hauptsächlich. Ich nicht. Den kann ich ja gleich mal gerne machen. Ach ja, genau. Ja, das würde ich doch gerne mal machen. Ich mach einfach eine Anmoderation für dich und du bereitest dich in Ruhe vor. Ich bereite mich mal vor. Okay. Welche Kamera nehmen wir denn mal? Diese vielleicht. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie das noch erleben dürfen. Gerd Hausotto, oder wie er ab heute heißt, Magic Gerd, wird Ihnen jetzt einen Zaubertrick zeigen. Seinen ersten. Bist du schon bereit? Okay, ich bleibe. Seinen ersten, aber auch meinen ersten. Meine Damen und Herren, Magic Gerd. Wahnsinn, mach noch mal ruhig. Hammermäßig, du alter Zauberer.
Danke, Jan. Ich freue mich. Alles Gute. Danke sehr. Gesundheit, viel Erfolg. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Tschüss. Tschüssi. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Heute sind Sie überrascht worden mit einem Zauberer und mit einem Zauberer-Lehrling. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jan, nochmal ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich, dass Sie dabei waren und freue mich auch, dass Sie in der nächsten Woche dabei sind. Bis dahin sage ich erstmal und tschüss, bis dahin. Tschüss.